Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family, meine Lieben. Natürlich sind wir wieder alle zu dritt unterwegs, der Mike, die Natalie und ich. Moin, moin, moin. Moin. Hallo. So, heute wird Gülle gefahren, meine Lieben. Aber volle Kanne. Ich muss mal... Warte mal. Das ist irgendwie ein bisschen kacke hier gerade. So, das mal weg. Und... das ist aber ablöde. Zerblöte. Fahren wir mal ein Stück vor. Bisschen nervt mich das ja hier mit die... Mit die Schläuche. Mit den Schläuchen. So, gut. Okay, alright, meine Lieben. Dich ich sorgen? Wie ging das jetzt gleich? Wieder Abschiebung. Was? Stoffprüfen wieder an. Ich hab jetzt einen Cargo-Liner dran. Hast du ihn gefunden? Ja, vom Kuhstall. Sehr schön. Einladewagen ist im Kuhstall. Wir haben auch nur Einladewagen, oder? Ja, ja. Korrekt. Ja. Sag mal, wie war denn das gleich? Ach, jetzt muss wieder gewartet werden, ne? Der Anhänger. Ah, jetzt. Okay. Oh, ich muss Schmierfett auffüllen. Mein Lieben, neue Sorten Gönnergy. Sehr gut. Die Dauerwerbung wird oben links jetzt eingeblendet. Ja. Irgendwas muss ich abwarten lassen. Ich glaube, das ist bei mir das Fass. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit irgendwie heute langsamer vergeht? Ne, drei, wie immer eigentlich. Ach so, okay. Ich dachte, wir waren irgendwie immer ein bisschen fixer unterwegs. Oh, schnell. Mhm. Nicht? So. Doch, eigentlich nicht. So, warte mal, jetzt machen wir mal hier. Zack, den Schieber wieder zu. Ich hab den Arbeitsplan aktualisiert. Ja. Aber nur mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt nicht nochmal komplett alles durchgeguckt. Ja, gar nicht. Ja, da wisst ihr ja jetzt Bescheid. So, gut. Dann würde ich jetzt mal rausfahren auf die Wiesen, ne? Jo. Ich bin jetzt unterwegs hoch zum... Mischfutteranlage. Sehr schön. Wie weit bist denn du, Mike? Du bist ja, bestimmt noch... Ah, warte mal, Schmierfett. Auf. Schmierfett muss ich mal schnell noch einfüllen. Ach. Smirfett. Genau. Smirfettovic. Dauert ein bisschen. Was, das Schmierfett? Nee. Das Rüberfahren. Also. Ich habe eventuell... ein bisschen Ladung. Ja, ist klar. Wie kann ich dir das auffüllen, das Schmierfett überhaupt? Naja, indem du es halt ganz normal auffüllst. Ah, komm ich wieder da nicht ran oder was? Warte mal. Oh, da ist gar nicht mehr viel drin. Ich kann das mit der Hand rüberziehen. Ah, so.
So. Und mal das Ding abfetten jetzt hier. Zack. Prost, Mahlzeit. Zack, jo. Wer hatte jetzt das letzte Mal Gülle geformt? Das Ding ist dreckig wie die Sau. Ich mach das mal schnell sauber. Dann mach mal. Ich zieh das mal wieder hinter, oder? Ne? So, gut. Ach, das war fast wie einkacken. So. Ach so, ich bräuchte mal noch so ein Gewicht vorne dran. Das wäre noch gut. So, gut, dann machen wir das Ding erstmal sauber. So kann ich mich ja nirgendwo hingetrauen. Das sieht ja aus. Nicht? Nee, bist du verrückt. Hast du gefahren, hä? Ich kenne das schon. Zack, so. Also ich muss sagen, der Fendt ist schon geil. Wenn wir uns nochmal einen Traktor kaufen, dann wird es nochmal so ein Fendt, denke ich. Ach, scheiße. Was denn? Beim Container, ich bin jetzt aber beim zwischenden Blatt, scheiße. Wo bist du? Ich bin jetzt beim Zwischenhändler und nicht beim Container oben. Nee, du musst zum Container, weil sonst kriegen wir nicht so viel Kohle. Naja, also das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Aber jeder Cent, den brauchen wir zur Zeit. Naja, dann, also, auf jeden Cent ankommt mit, was hast du vorhin gemacht? Du hast ABM gemacht. Ja, und was bringt uns das? Niente. Mehr Silo, mehr Geld. Verstehst du das, oder muss ich das nochmal buchstabieren? In für dich bekannten Buchstaben. Ja, bitte. Also ein bisschen tanzen oder so noch dazu? Ja, bitte. Mhm. Ich merke, dass du ja auf der Waldorfschule gelernt, ne? Hä? Das hast du ja auf der Waldorfschule gelernt, wie man das kann. Naja, aber besser auf der Waldorfschule gewesen, als ihr in der Grundschule schon dreimal sitzen geblieben und eben nur die vierte Klasse geschafft. Ne? Das ist halt der Unterschied. Kommt da jetzt noch was, oder? Soll ich bitte auf Krawall oder so? Nö, eigentlich nicht. Bin eigentlich völlig in Ruhe. Ich dünge jetzt hier erstmal schön für mich hin. Aber Maik, hast du es gemerkt? Ich habe versucht, dich zu unterstützen. Hat halt bloß nicht so gut funktioniert. Der Wille fehlt. So, ne, fährst du das jetzt noch hoch oder gibst du es dort ab? Jetzt ernsthaft mal. Ja, ich fahre das jetzt für dich hoch. Das ist aber lieb von dir. Ja, ich bin noch immer. Die einen sagen so, die anderen so, aber okay. Hör zu den anderen. Ich hasse. Also ich fahre. Ich fahr lieber, ich sag's euch wie es ist. Ich fahr lieber Mist. Kannst du hier den ganz tollen Frontlader nehmen? Mischration umschichten. Mischration? Nee, mal nicht. Das ist dein Ding. Atem. Du bist für Tiere zuständig. Ja, das ist gut, dass da alles hinhaut, aber
Naja. Ja, warum habe ich dann jetzt da angesehen, wenn du für Felder zuständig bist? Du hast ja dich Lärmst einfach draufgeschmissen was? Auf das Ding. Hat ja keiner gesagt, dass du es machen musst. Warum erstens dann Mike das Feld, wenn du für die Felder zuständig bist? Merkst du was? Also dein Argument ist nichtig. Das ist einfach ein Scheißdreckwert, dein Argument. Mhm. Weil du genau weißt, dass wir gesagt haben, dass es zwar Zuständigkeit gibt, aber dass man das einer das halt im Blick hat und mit sagen kann, hier pass mal auf, da und da fehlt wieder was und dann wird eben aufgeteilt, wer sich um was kümmert. Naja, und da wurde halt eingeteilt, dass du dich um das eine Feld kümmerst und die Produktion. Hättest du doch ein ja, Veto trotzdem, einlegen trotzdem können. Trotzdem kannst du doch die Mischration fahren. Mischration? Ja. Ich fahre jetzt keine Mischration, weil ich bin gerade am Düngen. Bin gerade am Gülle fahren. Das war ja auch nur gelappt. Du kannst das ja gerne machen. Ja. Aber wenn du mir so kommst, mit dem du bist ja zuständig, dann muss ich dir bitte die Schranken weisen, mein kleiner Freund. Ein was ist scheiße, man sieht an der Wiese nicht, wo du schon warst. Ja, weil wir mir auch zu spät dran sind. Ja. Also, wenn wir direkt nach dem Mähen... Würde man sehen, ja, dann sieht man es. Ich weiß. Weiß ich doch. Mal sehe ich es übers GPS manchmal. Also, sprach Zarathustra, warte mal. Gut, hier und in der Mitte. Hallo, in the middle also of the night. Oh, da geht ganz schön. Ey, da geht aber ganz schön Gülle drauf, hä? Ich hab das kleine Feld jetzt. Am Hof, also die kleine Wiese am Hof, noch nicht einmal fertig gedüngt. Da ist das Ding schon leer. Ja, ist ja nicht, ist ja auch kein großes Fass. So. Schon krass. So, naja, gut, alles klar. Aber es ist gefettet, zumindest. Bei uns im Silo haben wir keinen Stroh, ne? Das ist nur im städtischen Lager. Ja. Bräuchten wir bald mal wieder. Bräuchten dringend wieder Stroh im Lager. Im Lager oder in der Produktion? Für die Produktion hole ich sie aus dem Lager. Wir haben bloß noch 55.000 Liter im Lager. Achso, ja gut. Wir brauchen es für die Produktion und im Lager, laut meiner App, sind da bloß 55.000 Liter drin. Geh mal noch in die Stadt-App rein. Ich bin in der Stadt-App drin. Und in unserer eigenen? Warte, falsche Taste. Da haben wir noch 20.950 Liter. Ja. Also insgesamt noch über 60, ne? Ja, knapp, nicht ganz 80.000, aber wäre trotzdem gut, wenn wir wieder aufbauen. Ja, nicht klar. So, gut, dann geht's mal. Ja gut, wir kriegen, wenn wir mehr Feuer ernten, kriegen wir... Das Feld 19, das kleine, das ist zum Beispiel mit Weizen. Und so, dann kriegen wir definitiv. Die zwei kriegen wir noch. Das ist ja dann Hafer. Kannst kommen, ich warte hier. Also ja, alles gut. Der Boden ist ein bisschen uneben. Ich brauche ein bisschen. Also wir haben bei der 2 Hafer, bei der 19 Weizen und bei der 3 auch Weizen. Also das heißt, da kommt dann überall Dings runter, ne?
Das schon, aber bis das halt erntereif ist, und ja, das ist professionell gesichert und offiziell so abgelegt. Ja, alles klar. Wir brauchen Stroh in der kleinen Produktion und in der großen haben wir noch 60.000 Liter Stroh drin. Also du kommst erstmal nicht. Dort fehlt aber Mineralfutter. Alles klar, dann müssen wir Mineralfutter kaufen. Ja, ich sehe es, es kommt Geld. Würde ich dann mitmachen, aber ich kann das nicht mit dem... Wow. Ich sehe es gerade nicht, ich bin im Zahnarzt. Boah, 37, über 40.000 Euro. Geil. Das ist gut. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir investieren oder wollen wir... Nee, ich aber sie ist... Ich warten, bis eine Rechnung vielleicht doch noch kommt. Ja, ach ja, stimmt, bezüglich Rechnung. Das kann sich ein bisschen ziehen, weil der Herr... Wie hieß er nochmal mit? Keine Ahnung. Schieß mich tot. Ja, du hast doch mit dem Herrn gesprochen. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Weil der hat mir nämlich eine WhatsApp geschrieben, dass die momentan, warum auch immer, keine Rechnungen schreiben können. Na, wegen, wahrscheinlich wegen Reichtum gesperrt. Ich denke, da hat das Finanzamt gesagt, ja, passt mal auf, Leute, das wird nichts mehr. Der Staat kriegt von euch viel zu viel Kohle, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Das wird ja dann alles abgegeben an andere Länder. Verstehst du? Die Mischration kriege ich die mit dem Karoliner hier weg, nee, ne? Kann müsste ich doch. Mischration, euer. Geht doch, in jeden. Du kriegst das hin, du musst nur exakt fragen. Wie bitte? Du kriegst das. Du kriegst es hin, du musst nur ganz genau parken, hat er gesagt. Genau. Weil wir haben ja zwischen Kuhstall und oben Heuboden haben wir ja quasi diese Lücke. Und wenn du da exakt reinparkst, dann kannst du mit dem Acroliner abkippen. Aber sonst geht's dir gut. Bitte? Wie du hier langfährst. Bernie. Eieiei. Zu Mike, hä? Ja, Mike. Nee, wenn ich jetzt beim Händler Mischration bestelle. Ja. Was? So. Beim Händler Mischration? Wir machen doch selber Mischration. Mensch, wie ist denn das andere, was ich brauche? Mineralfutter meinst du? Ach so. Ja, aber ich... Nee, das kriegst du nur auf Paletten. Naja, aber ich krieg ja Dünger auch auf Paletten und kann das dann hier eingießen. Ui, das weiß ich nicht genau. Da bin ich kurz ein bisschen raus. Das weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Mike, willst du das? Du meinst, dass du das aus der Palette dort einfüllen kannst in den... Ja. Oh, das kannst du nur probieren, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Weißt du das, Mike? Müsste funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, mei, probier's halt. Ich denke, scheiße, ich bin dann gefahren. So. Wo muss ich denn eigentlich noch überall düngen? Also die drei auf alle Fälle, die jetzt neu bestellt werden soll am Hof, ne? Wo denn noch? Ist ja eigentlich nirgendwo sonst mehr, ne? Nur die Wiesen. Die große Wiese? Ja, die ist klar. Die drei noch, ne? Genau, die drei.
wenn es da geht, das weiß ich nicht. Ja, geht. Wegen Pflegebereitung? Nee, die 3 ist doch noch nicht angesät. Die ist erst gemulcht. Achso, okay. 18 eventuell dann noch? Ja, genau, da. Dort, wo du jetzt bist, genau. Oder warst, beziehungsweise. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das kriegen wir hin. So, na gut, meine Lieben, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt uns treu, lasst einen Daumen da und schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn euch irgendwas gefällt, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn ihr eine Frage habt oder. Bis dahin sind wir aber erstmal raus. Macht's mal gut, ihr Lieben. Tschüss und ciao.